Unseren weiß-blauen Hoffnungsschimmer lieferte heute der Nachwuchs. Maximilian Ulbrich stand bei der Jugendluftgewehr wieder im Finale, wie schon bei den Olympischen Jugendspielen im letzten Jahr. In Buenos Aires war es Platz 6, heute auf der Olympiaschießanlage klappte das Podium, Bronze beim H&N-Cup. Es war ein guter Vorkampf, das Finale war jetzt halt nicht so top, da habe ich eher davon profitiert, dass die anderen auch nicht so gut geschossen haben. So war es schon ein guter Wettkampf, also ich fühle mich ganz gut so. Unser großer Maximilian war auch zufrieden. Maximilian Dallinger schoss mit 626,2 Ringen eine passable Qualifikation. Es reichte nicht für den Finaleinzug bei diesem internationalen Spitzenfeld. Die Stimmung bei den Bayern war heute bestens, wie hier zum Beispiel bei Laurenz Bender im Gespräch mit Trainer Mario Gonserowski. Noch bis Sonntag läuft der H&N-Cup auf der Olympiaschießanlage mit erstmals auch einer integrierten H&N-Shooters-Lounge.